Hallo Freunde, willkommen zur ersten Aufnahme mit dem neuen Setup. Ich habe einiges an den PCs umgestellt, neue Möbel aufgestellt. Positiv, ich habe jetzt viel mehr Platz als vorher. Negativ, das Mikrofon ist jetzt an einer ganz anderen Position. Ich muss mich erst noch ein bisschen einrichten und das wird sich jetzt am Anfang wahrscheinlich erst mit der Qualität ein bisschen niederschlagen. Lass mich das einfach wissen, ob sich was am Bild geändert hat. Das sollte ganz ehrlich nicht der Fall sein. Es ist immer noch die gleichen PCs, die gleiche Capture Card und gleichen Codecs und alles Mögliche ist identisch. Aber wer weiß, vielleicht ist ja irgendwas umgestellt worden, ohne dass ich bemerkt habe. Wenn ihr mich nicht mehr richtig versteht, lasst mich wissen. Dann schaue ich zu, dass ich das Mikro wieder in eine andere Position hin mache. Im Moment, der Schwenkarm, an dem das Mikro fest ist, den kann ich nicht am neuen Tisch befestigen. Das ist ein kleines Problem, deshalb experimentiere ich gerade noch ein bisschen. Wie gesagt, lasst mich wissen, wie die Qualität ist und dann passen wir das an. Ansonsten wäre heute Sherlock Holmes dran, wenn wir das Spiel nicht abgeschlossen hätten. Und wie bereits angedroht, bringe ich jetzt erstmal einzelne Videos zur aktuell laufenden Abstimmung. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, hat Elder Scrolls Online geführt und dementsprechend ja, bringe ich einfach mal als erstes Elder Scrolls Online als Video, damit man einen gewissen Eindruck davon kriegt, wie das läuft. Ich habe bereits einen Charakter erstellt. Das hier ist die gutste. Man wählt aus einem Volk, wie erstmal eine Allianz, wenn man so möchte. Es gibt den Ebenherzpakt, Altmeri-Dominion und Dolchsturzbündnis. Und zu jeder dieser Allianzen gehören drei Völker. Bretonen, Orks und Rotwardonen gehören zum Dolchsturzbündnis. Altmeri-Dominion sind Hochelfen, Waldelfen, die Khajiit. Und beim Ebenerzpakt haben wir es mit Argoniern zu tun, Dunkelelfen und dem guten Nord. Zusätzlich gibt es noch eine weitere Rasse, das sind die Kaiserlichen. Auf die hat man Zugriff, wenn man irgendeine besondere Version von dem Spiel hat. Was weiß ich. Ist schon einfach zu lange her. Für das Let's Play würde ich sagen, wir machen das ganz ähnlich wie beim letzten Mal mit Skyrim. Das heißt Episode 0 in Anführungszeichen. Die Charaktererstellung, ausklamüsern, welche Allianz, welches Volk und so weiter. Das machen wir dann alles in einem Livestream und dieser Livestream wird als Episode 0 hochgeladen. Da ist dann auch noch das Tutorial dabei, wo wir heute einen Blick reinwerfen. Einfach als um einen gemeinsamen Einstieg zu haben und ihr könnt euch daran beteiligen, wie der Charakter aussehen soll letzten Endes. Naja, nachdem man das Volk gewählt hat, wählt man die Klasse. Da gibt es derzeit 5 Stück, wobei die 5. relativ neu ist. Da braucht man das Morrowind Update, ein DLC. Und ja, ich habe mir das mal auf die Wunschliste gepackt. Vielleicht ist es demnächst mal im Sale. Jetzt um Valentinstag rum könnte das passieren. Mal sehen. Auf jeden Fall will ich nicht unbedingt 20 Euro für ein DLC ausgeben, das ich vielleicht gar nicht so oft spiele, wenn das Endgame-Content ist. Wie auch immer, werden wir sehen. Es gibt ansonsten Drachenritter. Das sind, wenn man so will, ja, offensive Kämpfer, die am Ende des Spiels sehr beeindruckend aussehen können. Keine Frage. Es gibt Zauberer. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, okay, die tragen halt Stoffroben und sieht am Anfang ähnlich aus wie am Ende. Dann gibt es die Nachtklingen. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, eine Nachtklinge zu spielen. Das ist, wenn man will, die Schurkenklasse des Spiels. Taschendiebstahl, Dolche, Bögen, aber gedacht mit leichter Rüstung. Aber letzten Endes kann man, so ähnlich wie bei Skyrim, letzten Endes alles machen, was man möchte. Die Startklasse bestimmt nur eine Handvoll Fähigkeiten, die man hat. Und ja, die man von Anfang an hat, auf die man später so keinen Zugriff kriegen würde. Auch die Nachtklingen sehen am Ende, naja, aus wie garstige Ninjas, möchte ich sagen. Und zum Schluss gibt es noch die Templer. Ihr seht schon, Startausrüstung, ganz ähnlich wie bei den Drachenrittern. Ziemlich identisch. Die Farbe ist ein bisschen anders. Das sind, wenn man so möchte, die Paladine. Die sind gedacht mit Zweihandwaffen und haben auch ein bisschen defensivere und Heilmagie. Man kann die trotzdem auch mit Schwert und Schild spielen und aus denen ziemlich wüste Tanks machen. Mit Hütern habe ich mich jetzt noch nicht so wirklich beschäftigt. Ist ziemlich neu. Wie gesagt, wird das Let's Play wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Es sei denn,
am Valentinstag, also Mittwoch, während der Abstimmung irgendwann, gibt's das im Sale, dann werde ich da vielleicht zuschlagen. Gut, für den Einstiegscharakter habe ich mir jetzt gedacht, wir spielen einfach mal Nachtlinge, weil mich das schon eine Weile reizt. Hoffentlich klappt es mit dem Namen. Und dann legen wir mal los im Tutorial. Soweit, so gut. Erste Quest, Seelenberaub in Kalthafen. Wir schauen mal, dass wir uns bewegen können. Wir können natürlich auch rauszoomen. Und wir haben überhaupt nicht die Startausrüstung, die man erwarten dürfte. So, lass mal gucken. Was können wir denn? Womit können wir interagieren? Maus vielleicht ein bisschen sensibel. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank dadurch. Ich bin durch die Oculus inzwischen einiges gewohnt. Oh, hallo. Geht es euch gut? Servus. Ich heiße Lyris. Ich nicht? Wow. Ich weiß, es war ein schlechtes Wortspiel-Witzchen, aber... Ihr werdet ihn brauchen. Ach so. Okay, befreit. So weit, so gut. Durchsuchen wir weggeworfene Dienste hier, nehmen wir natürlich mit. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Gut, dann sollten wir den vielleicht ausrüsten. Wir sind ein meuchelnder Assassine mit einem Zweihandschwert. Das wird super. Wenn wir uns ganz überraschend anschleichen und einem das Ding durch den Hals rammen, sofort aus dem Haus. Besiege die Gefängniswache. Ja, das wird super. Bleibt in Bewegung. Es sind noch mehr Daedra auf dem Weg hierher. Was war Daedra? Bleiben wir in Bewegung. Die hätte ich eigentlich ein bisschen stärker eingeschätzt. So, lass mal gucken. Ich stecke nochmal gleich das Monsterding hier weg. Das ist schon mal eine Möglichkeit. Aber das ist nicht so ganz das, was ich gerne hätte. Muss ich nachher mal in den Optionen schauen. Mädel, du bist riesengroß. Muss eine Nord sein. Bleibt jetzt nicht stehen. Ach so. Gut, machen wir. Noch mehr Wachen auf dem Weg. Und ihr haltet zu dritt die Tür fest. Das finde ich super. Dann haut die schon mal nicht ab. Das ist doch schon mal was. Oh, du und... Alles klar. Ich kann mich während dem Kampf noch nicht so richtig bewegen. Liegt das jetzt am Tutorial oder an meiner Dusseligkeit? Gegrüßt. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Okay. Hey, du bist wirklich riesengroß. Verdammte Elfen, verdammte Nord. Verdammte Woody Allen. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Oder andersrum. Dass du mir hilfst? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Dann laufen wir besser los, oder? Ne? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Wächter? Okay. Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seine... Ha, den habe ich in der Friendlist. Zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Okay. Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Davon bin ich überzeugt. Was nicht mit Gewalt geht, geht auf jeden Fall mit mehr Gewalt.
Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Das ist sehr schön. Dann muss ich das nicht erklären. Mach das. Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Dann bist du mir noch nicht begegnet. Ich sehe auch Dinge. Und ich bin nicht mal blind. Moment, dann ist das keine besondere... Okay, er ist schon was Tolles. Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Nee. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Okay, okay. Aber ich glaube nicht, dass ich die Augenklinik, der Uniklinik hier in der Gegend, dem hier bevorzuge. Oder das hier der Augenklinik bevorzuge. Ist das wirklich übel? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis, dem dädrischen Fürsten Molag Bal, geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch eine Seelenberaubte. Das ist nicht nett. Dann würde ich sagen, wir reden mal mit Manny Marco und holen uns unsere Seele zurück. Und wenn nicht, nehmen wir seine. Läuft schon. Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Okay, das ist ein Deal, dann kommen wir besser mit, oder? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Also wir sind im Jenseits. Wir wurden geopfert. Die Gute kam auf der herkömmlichen Art, also nicht geopfert, trotzdem tot, oder? Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Da hat sie recht. Wir sollten weiter. Aber das hier zuckt noch. Sollten wir das nicht mitnehmen? Okay. Dann nicht. Eine blutende Schmiede. Das. Wow. Mädel. War nicht sowas. Heucheln. Oder auch nicht. Da. Ein Meisterschmied. Naja, so meisterlich kann er nicht sein. Hat ja nicht mal einen richtigen Hammer. Wow. Da. Gut gemacht, meine Freundin, bei Arkais Bart. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Aha. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch. Attributpunkte verfügbar. Okay. Es gibt natürlich Magie, Lebenskraft, Ausdauer, wie man das bei Skyrim schon kennt oder gesehen hat. Wir sind derzeit Bürger und noch kein Kopfgeld wert. Das freut mich sehr. Haben wir Titel? Yep, kein Titel. Nehmen wir den. Zeitfähigkeit. Nee, noch nicht so toll. Nehmen wir an, Ausdauer hilft uns, Dinge zu tragen. Ausdauerfähigkeiten einsetzen können, wie effektiv diese sind. Sprinten, Wuchtschläge, Schleichen, Ausweichrollen und Befreien verbrauchen Ausdauer. Ich weiß nicht, aber Schleichen, Ausweichrolle, Befreien klingt irgendwie nach Schurke und meuchelnde Assassine. Und wenn alles schief geht, wir sprinten nicht schlecht und kommen wir weg. Ich glaube, wir nehmen erstmal ein bisschen was in Ausdauer. Nicht wirklich vorbereitet, aber so machen wir das jetzt einfach. Edge. Dann haben wir Fertigkeit. Fertigkeiten erlauben es euch, einen Kampfstil nach euren Wünschen anzupassen. Wichtig, nach euren Wünschen. Ihr könnt Fähigkeiten auswählen, um zu erfahren, was sie bewirken. Drückt Plus, um die Fähigkeit freizuschalten. Aktive Fähigkeiten, Schnellleiste ziehen, yada yada. Passive Fähigkeiten sind immer aktiv. Nee, wirklich. Ultimative Fähigkeiten sind nach. Das sind die machtvollsten aller Fähigkeiten und können von R ausgelöst werden. Dann machen wir nichts anderes.
Guti. Aufgrund unserer Klasse haben wir erstmal Fähigkeiten wie Meuchelmord, Schatten, Auslaugen etc. Und derzeit benutzen wir als Waffe Zweihänder, das heißt unsere Fähigkeiten in Sachen Zweihänder werden geschult. Wenn wir später auf die Idee kommen, wir wollen Schwert und Schild benutzen, dann haben wir die hier auch drin. Und dann schulen wir unsere Fähigkeiten bei Schwert und Schild, dann können wir auch Tankfähigkeiten erlernen, wenn wir das wollen. Wir könnten auch auf Bogenfähigkeiten gehen, wir könnten sogar Zauberstäbe benutzen und Magie lernen, das ist alles gar kein Problem. Nur aufgrund unserer Klasse haben wir diese Fähigkeiten-Sammlungen hier noch zusätzlich zu denen, die wir im Spiel oder im Laufe des Spiels lernen können. Und bevor ihr fragt, ja, man kann auch hier Vampir oder Werwolf werden, aber nicht beide. Soweit ich das eigentlich mitbekommen habe, ist das in dem Spiel ein bisschen aufwendiger, zum Beispiel Vampir zu werden. Und es hat deutlich mehr Nachteile als zum Beispiel in Skyrim. Aber das wäre dann auf jeden Fall eine Sache für etwas später. So, schauen wir mal. Wir könnten beim Meuchelmord eine Assassinenklinge lernen. Sofort einsetzbar, Reichweite 5 Meter, kostet höllenviel Magiker. Rammt magische Klinge, tödliche Präzision in den Feind, richtig viel Magieschaden. Und 300% zusätzlich Schaden, wenn der Gegner weniger als 25% Leben hat. Das ist quasi eine Hinrichtenfähigkeit, also eine Fähigkeit, um den Kampf dann zu beenden. Dürfte auch Aggro ziehen, ohne Ende. Verschleierter Schlag, richtig viel Magika, noch viel mehr Magieschaden. Schneidet einen Feind, fügt ihm Magieschaden zu, greift mit verschleierter Schlag an, während ihr schleicht oder unsichtbar seid. Wird euer Ziel 4 Sekunden lang betäubt und aus Gleichgewicht gebracht. Das klingt ziemlich super. Muss man nur noch die Steuerung mal angucken, wie man denn schleicht. Schatten beschwören, Aspekt des Schrecken. Das klingt alles richtig toll. Dann haben wir drüben noch Unfriede. Ziel Feind, Reichweite 28 Meter, ein bisschen viel Mana. Raubt die Lebenskraft eines Feindes, verursacht Magieschaden und heilt euch 10 Sekunden lang alle 2 Sekunden 25% des verursachten Schadens. Das könnte funktionieren. Dicke Rüstung an, Schwert und Schild und dann haben wir einen meuchelnden, lebensentziehenden Tank, der... Wahaha. Nee, also ihr seht schon, man kann alles Mögliche miteinander kombinieren und die Klasse wirklich so spielen, wie man möchte. Man kriegt am Anfang halt ein gewisses Set an Fähigkeiten, in die man dann investieren kann. Magier haben dann so ein Zeug wie Mana wird schneller regeneriert oder die ersten paar Zauber, die man auch ohne Zauberstäbe und so benutzen kann. Die Drachenritter haben Fähigkeiten wie Knochenrüstungen und so ein Gedöns, um einfach widerstandsfähiger zu werden, weil das die angedachte Tankklasse. Schildfähigkeiten und so ein Zeug. Wobei man Schildfähigkeiten, wenn man ein Schild ausgerüstet hat, noch zusätzlich kriegt. Und ganz ähnlich ist das dann auch mit den Wächtern. Paladine eben. Die haben besondere Fähigkeiten mit heiligem Schaden, Lichtzauber, Heilungsfähigkeiten, so ein Zeug. Jo. Ich bin mir nie so ganz sicher, was ich dann mitnehmen soll. Die Assassinenklinge klingt eigentlich schon toll. Das, wenn man tatsächlich schleicht, denkt, es kommt erst später. Das lässt uns länger durchhalten im Kampf. Das ist im Tutorial jetzt noch nicht so wichtig, weil wir diese Supernord dabei haben. Dadurch ist es fast unmöglich, dass wir sterben, aber ich würde sagen, wir nehmen es einfach mal mit. Supi, hier unten haben wir es. Und ja, entzieht Lebenskraft. Dann schauen wir als nächstes unsere Nordin. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Plündern können wir nicht. Guckt nicht mehr. Meine Güte, ist sie schnell. Die wartet doch nicht wirklich auf uns. Ich sehe schon, wir sind Sidekick. Und das ist dann so die Stelle, wo man auch anderen Spielern begegnet. Wir müssen ihn ablenken. Dann schauen wir mal, dass wir hier einigermaßen rauskommen, würde ich sagen. Bist. Wow.
Au. Wie war noch gleich euer Name? Zielübung? Ja. Das muss man auch üben. Verdammt. Okay, okay. Ich mach mich grad noch nicht so richtig gut. Und ich brauche dringend die Taste, wie man die Waffe richtig wegsteckt. Magier. Auch die Magier starten mit Zweihandwaffen und da geht's dann richtig hin. So, das nehmen wir alles mit. Rohlederfetzen und ähnliches. Natürlich gibt es in dem Spiel auch ein Crafting-System. Da hat man also auch alle Möglichkeiten. Au. Ah, da, 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 da. Okay. Schauen wir mal weiter, dass wir hier vielleicht vorankommen. Ich kann es kaum abwarten. Das übliche zwei Dolche und schnell bewegen und lauter so ein Zeug ausweichrollen. Die müssten, jawohl, so gehen. Und die fressen eine ganze Menge Ausdauer, wie ihr unten seht. Loot und so weiter ist alles instanziert. Man braucht also keine Angst zu haben, dass man irgendwem was wegnimmt oder dass einem was abgenommen wird. Trotzdem kann man den Leuten natürlich ein bisschen helfen. Ich hoffe nur immer wieder, dass das auch als Hilfe stand. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das Beste, was wir brauchen können, ist, dass man uns wieder einführt. Halte wach. So, schleichen wir mal ein bisschen. Drüben haben wir so ein Wächterauge. Was läuft? So, damit hätten wir den ersten. Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Oh, richtig. Hopp, hopp. Erreicht die Zelle des Propheten. Das sind wir auf ganz gutem Wege, würde ich sagen. Das war jetzt so toll. Heute wollte ich eigentlich gar nicht runterfallen. Au. Selbstbestrafung. Mädel, du machst super Witze. Bock. Und nicht? Sehr schön. Hey, D3 Herz. War nicht so schlecht. Lass mal gucken. Wir müssen irgendwo. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Das ist jetzt aber nicht meine Schuld, oder? Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Wie lange bist du schon hier und warum bist du noch nie... Na, wenn sie hier die Leute kennt und genau weiß, wer bei welchem Problem helfen kann, warum rennen wir überhaupt in die Probleme, gehen nicht gleich zu den Leuten, die uns helfen können und warum ist sie auf uns angewiesen? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ.
Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Völlig harmlos. Mhm. Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Na dann. Einen schönen Tages, mitten in der Nacht. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ja, kennst du einen New Yorker Theaterschauspieler namens Wilde? Ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Genau. Ja, immerhin ist er entspannt. Soll es ein bisschen Bananen gewesen sein? Oh je, oh je. Das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Wir wollen ja nicht, dass es zu langweilig ist. Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Dann lieber Schädel spalten. Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Gemacht, Chef. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Mit Sicherheit. Okay, und... Bau anscheinend für einen entzückenden Ort. Aha. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Todesfalle ist. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Wahrscheinlich. Zombies? Lust, alles unterirdisch, wird bestimmt super. Allerdings wird das Video sonst zu lang. Dementsprechend lassen wir es für heute mal gut sein. Das ist jetzt ungefähr Halbzeit im Tutorial. Den Rest heben wir uns dann fürs Let's Play auf, würde ich sagen. Falls Elder Scrolls Online überhaupt gewinnen sollte. Und ja. Man kämpft sich jetzt hier eine Weile durch unterirdische Höhlen, folgt dem Fluss ein bisschen, kämpft eine Weile, lernt das Ganze so ein bisschen kennen und am Ende steht man dann beim Propheten, löst ein paar kleine Aufgaben und befreit ihn, nachdem man gegen sowas ähnliches wie einen Balrog gekämpft hat. Und ja, das übliche Heldenzeug. Anschließend kommt man in die echte Welt und das eigentliche Spiel beginnt. Das ist dann auch nicht mehr so drückend in Schwarz-Weiß, sondern richtig schön in Farbe. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn wir im Let's Play soweit sind. Falls es überhaupt kommt. Ansonsten freue ich mich auf Diskussionen zu der ganzen Geschichte. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Alles Jörn Steif. Ciao, Freunde.